Willkommen zurück, ich bin Gordon und das ist die erste Folge von Feuerwaffen-Verschlusssysteme. Wer die Einleitung zu dieser Serie nicht gesehen hat, findet den Link unten in der Beschreibung. Kurz zusammengefasst, diese Serie beleuchtet alle bis heute bekannten Verschlusstechniken, die für Feuerwaffen entwickelt oder in Feuerwaffen verwendet wurden. Jede einzelne Untervariation von einer bestimmten Verschlusstechnik zu beleuchten, ist aufgrund der Masse und auch aufgrund fehlender oder verlorener Dokumentation schlicht unmöglich. Daher geht es in dieser Serie primär um die aufs Wesentliche reduzierten technischen Lösungen. Abwandlungen von der gleichen Technik werden nur dann beschrieben, wenn sie einen erheblichen Einfluss auf die waffenhistorische Entwicklung hatten oder haben. Die Reihenfolge der Serie ist nach den technischen Kategorien stoffschlüssig, formschlüssig und kraftschlüssig geordnet und erst innerhalb jeder Kategorie möglichst chronologisch. Das heißt, ein stoffschlüssiger Verschluss aus zum Beispiel dem 15. Jahrhundert und ein formschlüssiger aus der gleichen Epoche erscheinen daher in unterschiedlichen Folgen. Auch wenn die Recherche dazu in unzähliger Literatur respektive Patenten intensiv und gewissenhaft ist, kann ich natürlich weder für die Vollständigkeit noch für die Korrektheit garantieren. Damit ihr die Möglichkeit habt, für die hier vorgestellten Verschlusstechniken eigene Hintergrundinformationen einzusehen, findet ihr wie bei Dossiers üblich ein Quellenverzeichnis am Ende jeder Folge. Die einfachsten Feuerwaffen haben auch die einfachsten Verschlüsse. Die einfachsten Verschlüsse sind stoffschlüssig und statisch. Stoffschlüssig bedeutet, der Verschluss ist stofflicher Bestandteil und statisch heißt, der Verschluss ist unbeweglich. Der erste und damit simpelste Verschluss, der hier zu sehen ist, ist das, was quasi alle kennen dürften. Ein rohrähnlicher Gegenstand mit nur einer Öffnung. Viel technische Innovation ist hier nicht vorhanden. Die eine Seite ist offen und die andere Seite fest verschlossen. Das Ganze mit einer kleinen Bohrung zum Zünden der Ladung. Diese Art Verschluss kam in allen erdenklichen Waffentypen zur Anwendung, vom Mörser über Kanone bis zur Handfeuerwaffe. Gezündet wurde die Ladung direkt, mit Lunte, Radschloss oder mit Steinschloss. Ein wichtiger Zwischenschritt hierzu war die Entwicklung des Zündhütchens, primär durch den Schweizer Josef Eck und das Perkussionsschloss durch Alexander Forsyth. Auch wenn es keiner so recht glaubt, auch heute in den modernen Armeen sind Vorderlader militärisch genutzte Waffen. Genauer, der Mörser bzw. verschiedene Typen von Granatwerfern sind einfachste Vorderlader. Auch zur Gattung der Vorderlader zählt der Zapfenverschluss. Hier ist alles umgedreht, wobei der eigentliche Verschluss der Zapfen ist. Die Treibladung befindet sich hier im Geschoss selbst. Wer der ursprüngliche Erfinder ist, ist unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Art Werfer bereits im 11. Jahrhundert in China Verwendung fand. Dabei wurden ausgehöhlte Steine, Feuerbälle und auch bombenähnliche Gegenstände als Geschoss verwendet, um den Gegner zu malträtieren oder zu verwirren. In der Neuzeit war dieser simple Verschluss als Granatwerfer während des Zweiten Weltkriegs auf deutscher Seite im Einsatz. Kommen wir zu den dynamischen der stoffschlüssigen Verschlüsse. Und hier wird es dann auch technisch interessant. Bis zum Aufkommen von rauchlosem Pulver wurde auch hier die damalige Technik bis aufs Letztmögliche ausgereizt. Der erste dynamische Verschluss, den wir uns anschauen, ist deshalb bemerkenswert, weil er aus dem 15. Jahrhundert stammt. Entwickelt wurde er in Deutschland und Frankreich, wie so oft haben Büchsenmacher innovative Ideen umgesetzt. Leider ist auch hier nicht der eigentliche Erfinder bekannt. Es handelt sich um einen Kammerblock, der durch eine Mechanik vom Lauf getrennt und nach oben geschwenkt werden kann. Hier müssen Treibladung und Geschoss also nicht mehr aufwendig von der Mündung aus geladen werden. Wie ist der Ablauf? Nachdem der Schuss abgegeben wurde, hält der Schütze die Waffe mit nur einer Hand und betätigt den Schwenkhebel. Dadurch wird der Kammerblock entriegelt und ein paar Millimeter nach hinten bewegt. In der zweiten Hälfte des Entriegelungsvorgangs schwenkt der Kammerblock dann nach oben und kann so mit Pulver und Geschoss neu befüllt werden. Gleichzeitig wurden bei einigen der Waffen zum Beispiel das Rad- oder Steinschloss neu gespannt. Nach dem Schließen wurde dann noch das Zündkraut aufgebracht und die Waffe war wieder feuerbereit. Abwandlungen von diesem Verschluss sind solche, wo der Kammerblock herausnehmbar oder nur durch einen Schwenkriegel gesichert ist und auch solche mit einer feineren, komplizierteren Mechanik. Das Grundprinzip bleibt hierbei aber immer dasselbe.
Ab dem 19. Jahrhundert kam dieser Verschluss dann mit dem Perkussionsschloss nochmal in abgewandelter Form neu auf. Dieser Verschluss, der sogenannte Kalthoff-Verschluss, ist ganz besonders interessant. Es handelt sich hierbei um einen Widerlader der Vorderlader-Epoche. Mit Augenzwinkern könnte man quasi Waffen mit diesem Verschluss als Sturmgewehre des 17. Jahrhunderts bezeichnen. In einer Zeit, wo das Lundenschloss noch eine große Verbreitung hatte, eine solche Waffe zu haben, dürfte auf manche Zeitgenossen damals wie Science-Fiction gewirkt haben. Ein Gewehr, wo man prinzipiell nach Abgabe des Schusses nur einen Hebel betätigt und sofort wieder feuerbereit ist. Die Familie Kalthoff, ursprünglich Kolthoff, war eine ziemlich reiche Familie im Metall- und im Büchsenmacherhandwerk. Der erste, Hermann Kolthoff, hatte mehrere Söhne, die wiederum ebenfalls im Metall- oder Büchsenmacherhandwerk ausgebildet wurden und auch tätig waren. Viele der Söhne waren im Dienste von Königshäusern und Zaren in ganz Europa. Es ist unbekannt, wer wirklich der eigentliche Erfinder dieser Verschlusstechnik ist, aber Kaspar Kalthoff, einer der Söhne und Büchsenmacher, baute 1645 das erste seiner Art. Ein Lehrling von Kaspar Kalthoff war der Däne Hermann Barneveldt, welcher später für das englische Königshaus um ca. 1650 ein eigenes Gewehr mit dieser Technik baute. Die ursprüngliche Konstruktion von Kalthoff wurde von ihm weiterentwickelt und besaß einen Unterhebel, ähnlich wie später bei Winchester-Modellen. Die Geschosse waren hierbei unter dem Lauf angebracht und wurden mit einer komplizierten Mechanik beim Wiederladen in den Lauf befördert. 10 Jahre später baute Michele Lorenzoni seinen berühmten Lorenzoni-Widerlader. Ob Lorenzoni von Kalthoffs ursprünglicher Technik inspiriert war oder auf die gleiche Idee kam, ist ungewiss. Es ist zumindest zu vermuten, dass er davon erfuhr. Lorenzonis Konstruktion ist jedoch um 90 Grad gedreht, das heißt, der Widerladehebel ist nicht unterhalb der Waffe wie bei Kalthoffs Konstruktion, sondern seitlich. Wenn man sich vor Augen hält, welche technischen Möglichkeiten, Materialien und Werkzeuge zur damaligen Zeit verfügbar waren, ist das eine schier unglaubliche beeindruckende Leistung dieser Büchsenmacher. Das Bild zeigt hier Kalthoffs und Lorenzonis ursprüngliche Konstruktion und benennt daher auch nicht, welche der gezeigten Ansichten die Seiten- oder Draufsicht sind. Treibladung und Geschoss befinden sich in einem drehbaren Zylinder. Der Geschoss- und Pulvervorrat sind bei Lorenzonis Konstruktion in der Schulterstütze untergebracht. Rechts oben im Bild seht ihr den Ablauf. Nach der Schussabgabe hält man die Waffe mit der Mündung zum Boden und betätigt den Ladehebel um ca. 180 Grad. Dabei fallen dann ein Geschoss in eine runde Aussparung im Zylinder und das Pulver in die Brennkammer. Der Hebel wird dann wieder nach vorne bewegt, wobei das Geschoss in den Lauf fällt, während die Aussparung am Lauf vorbeigeht. Ist der Hebelweg vollständig betätigt, befindet sich die Kammer mit dem Pulver wieder vor dem Geschoss und dem Lauf. Bei Kalthoffs und Lorenzonis Konstruktionen konnte es passieren, dass das Geschoss nicht in den Lauf gerutscht ist. Der Schütze sieht dann das Pulver aus dem Lauf auf den Boden rieseln. Wie gesagt, ziemlich beeindruckende Technik. Aber die Toleranzen sollten hier schon ziemlich klein sein. Wenn es dann doch mal ein Funke schaffen sollte, bis zum Pulvervorrat zu gelangen, hat der Schütze genau neben seinem Gesicht eine ziemlich perfekte Granate. Das dürfte auch für alle umstehenden Personen gefährlich werden, da ja die Geschosse ebenfalls quasi an passender Stelle neben dem Pulver sitzen. Auch ein durchaus bekannter Vertreter stoffschlüssiger dynamischer Verschlüsse ist das sogenannte Harmonika-System. Hier sind mehrere Kammern neben bzw. übereinander angeordnet und bilden somit einen mehrschießigen Block, der fertig vorgeladen und auch separat mitgeführt werden konnte. Die Anzahl der Kammern variierte ab 2 aufwärts. Der Block wird von einer Seite oder je nach Orientierung der Verschlusskonstruktion auch von oben eingeführt. Spannt der Schütze nach der Schussabgabe den Hammer neu, wird der Block automatisch durch einen Finger und eine Rastung zur nächsten Kammer weiter bewegt. Nach der letzten Kammer fällt der Block dann heraus und ein neuer Block kann eingeführt werden. Ziemlich simple und einfache Technik. In einer nicht nachprüfbaren Nennung findet sich eine Zeichnung in einem Museum in Zürich von einem gewissen Erfinder namens Welten, welcher um 1745 bereits eine vergleichbare Konstruktion mit Stein oder Radschloss geschaffen haben soll. Leider gibt es dafür weder ein Exponat noch eine wirkliche Bestätigung. Daher lasse ich das an dieser Stelle mal offen. Wie auch immer, diese Konstruktion war nicht nur in Europa, sondern vor allem im Amerika des 19. Jahrhunderts bekannt und verbreitet.
Kein anderer als Jonathan Browning, der Vater von John Moses Browning, produzierte eine Harmonika-Gewehr ab den 1830er Jahren in Serie. So, das war's mit dieser Folge. In der kommenden Folge dieser Serie seht ihr die nächsten 6 Verschlusskonstruktionen, hier ebenfalls noch aus der Kategorie stoffschlüssig dynamisch. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin.